Ich habe jetzt einen Twitter-Account, weil wenn es Leute gibt, die Twitter haben und vielleicht ein bisschen mit mir in Kontakt stehen wollen, dann können sie das, also da könnt ihr das. Dann folgt einfach Twitter der Pumpkin, genau. Nein, ich werde geschlagen, ich werde geschlagen. Jawohl, ich hab's hier verbrannt, ich hab's hier verbrannt. Oh, GG. Oh, wie ich die einfach mal verbrannt habe. Einfach so. Boah, wieso kann die so weit jumpen, die Tusse? Jawohl, er brennt, er brennt. Ich habe richtig wenig Leben. Ich habe richtig wenig Leben. Oh, noch ein halbes Set, noch ein halbes Set. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss weg hier. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich spiele heute Ender Games und ich bin gerade runtergefallen. Oh, es fängt an. Nein, 30 Sekunden fängt es an. So, ich spiele hier Ender Games. Vielleicht habt ihr das schon auf anderen Channels gesehen. Ich wollte das eigentlich schon vor 2 Tagen machen, aber da kam ich unmöglich in eine Lobby, weil es so viele Leute gerade spielen wollen. Und ja, ich bin hier halt kein Premium oder keine Ahnung, YouTuber-Rang. Ich bin halt das alles nicht. Da kann ich nichts machen. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal eine Runde zocken, ja? Und die Leute mal ficken. Oh, es hat angefangen schon. Ein Diamant haben wir auf jeden Fall. Und ein Eisen. Und hier drin ist nichts mehr. So, dann gehen wir mal runter. Weil man kriegt keinen Fallschaden. Ich muss jetzt erstmal einen Baum abfällen. Aber da gehen schon alle Leute drauf. Hier ist noch ein Baum. Hier ist noch ein Baum. Bitte, bitte, gib mir das Baumdings. Ja, nein. Ich habe nichts gekriegt. Ich habe nur ein Steinschwert. Nein. Gibt es hier eine Friedensphase? Nein, hier sind nicht viele Bäume. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich gehe mal nach da hinten. Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit zu gewinnen. Nein, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich hier nicht gewinnen und ich möchte in diesem Video auch noch ein paar Infos raushauen zu anderen Sachen. Ja. Ich möchte euch auch noch ein bisschen diesen Spielmodus hier erklären. Also Ender Games und so. Oh, hier ist eine Höhle. Ey. Ey, eine Höhle. Ey. So. Auf jeden Fall. Nein. Oh, bin ich dumm. Ja, auf jeden Fall, hier kann man auch Blöcke setzen. Das ist ähnlich wie Survival Games. Einfach, hier wird dann alles geportet. Hier wird wirklich alles geportet. Und mit alles meine ich alles. So, ich brauche noch gar keine Crafting-Table, weil ich noch nichts habe. Da war eine Kiste, die hat sich jetzt eben weggeportet. Weil die Kisten porten sich hier. Die Spieler werden dann hin und her geportet. Und da ist gerade eine Kiste runtergefallen. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und ich habe es einfach noch nie mit... Oh, hier ist richtig viel Stuff drin. Oh, der Typ, schlägt er mich oder was? Was, der Typ ist nicht normal, ey. Was ist mit... Oh, die haben beide schon Diaschwert. Okay, da habe ich keine Chance. Hier, das heißt jetzt ein Buff. Jetzt habe ich Speed Buff zum Beispiel. Am Anfang waren wir doch so auf einer Obsidian-Plattform. Und wenn du dann ein Dings aufhebst, so einen Obsidian-Block, dann bekommst du so einen Speed Buff oder allgemein irgendeinen Buff. Oh nein! Nein! Oh, bin ich dumm! Bin ich dumm? Bin ich wirklich dumm? Ja, ich glaube schon. Also, ja, ich bin dumm. So, ich brauche jetzt irgendetwas zu essen. Oh, oh. Ich habe doch den Archer genommen. Lol, ich bekomme einfach keinen Bogen. Ich bekomme Pfeile, aber keinen Bogen. Oh, da kommt einer. Ich habe keine Chance gegen den. Ich habe keine Chance gegen den. Mal das Zeugs. Nein, ich muss schnell Wasser und... Ja, ich muss mich schnell ein bisschen regen. Ich muss essen. Oh, ich wurde jetzt zum Beispiel wurde ich geportet. Und es gibt manchmal Leute, die stellen dann... Oh, drei Dias. Es gibt dann Leute, die stellen dann so Fallen auf, damit du, wenn du geportet wirst, in eine Falle reintappst. Oder reinfällst und dann wirst du tot. Dann wirst du tot, ja. Ich crafte mir jetzt eben mal... Oh, ich habe zu wenig. Nein, schade. So, und jetzt muss ich erstmal weg hier, weil ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich bin hier richtig Paranoia. Paranoia? Oh, und paranoid geworden, genau. Oh, da ist, hat sich jetzt eine Kiste weggeportet. Habt ihr gesehen? Die porten sich auch immer auf der Map rum. Zwei Dias. Und, oh, jetzt haben wir genug Eisen. Aber ich werde das, glaube ich, noch nicht benutzen, weil ich will nicht weggeportet werden. Weil eben, man kann weggeportet werden, wenn man zum Beispiel mitten im Craft... Oh, das ist ein Team. Nein. Wenn man dann mitten am Craften ist, dann kann man weggeportet werden. Eventuell. Die folgten mir nicht. Oh, ich wurde geportet. Der hat jetzt hier seine Sachen liegen lassen. Was? Ich habe nur noch so viel Leben. Nein. Sind noch andere Leute hier? Ich glaube nie. Ich glaube nicht, ne. So, jetzt crafte ich mir erstmal eine Brustharnisch. Zack. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen Rüstung. Und Schuhe. Die ja Schuhe. Ja, kann ich schaden.
Kann nicht schaden. So, und einen Helm kann ich mir noch machen, oder? Jawohl. So, jetzt bin ich ein bisschen ausgerüstet. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Letzte Runde war ich richtig schlecht. Also noch schlechter als jetzt. Und was ich jetzt noch Großes sagen wollte, ist, ich habe jetzt einen Twitter-Account, weil wenn es Leute gibt, die Twitter haben und vielleicht ein bisschen mit mir in Kontakt stehen wollen, dann können sie das, also da könnt ihr das. Dann folgt einfach Twitter, der Pumpkin, genau. So heiße ich auf Twitter und da poste ich auch manchmal. Oh, da werde ich jetzt auch mehr Sachen posten als auf Facebook, weil auf Facebook bin ich jetzt nicht wirklich aktiv und ich mag Facebook auch nicht so. Weil es ein bisschen, ja, keine Ahnung, für Seiten und so gefällt mir Facebook nicht so. Vielleicht eher, nein, so, zum Beispiel jedes Video auf Facebook posten, das mit der Zeit wird das wirklich langweilig. Weil, doch, vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich das schon machen, aber keine Ahnung. Nein, ich werde geschlagen. Jawohl, ich hab's hier verbrannt. Oh, GG. Oh, wie ich die einfach mal verbrannt habe. Einfach so. Boah, wieso kann die so weit jumpen, die Tusse? Oh, jetzt stellt sie Fell hin. Jawohl, ich habe sie gekillt. Sie ist verbrannt. Hatte die Hosen? Die hatte keine Hosen, nein, was für eine Schlampe. Nein, Spaß. Ich muss mal hier. Oh, die hat das Zeug verzaubert gehabt. Lol, die war ja richtig gut equipped. Oh, ich wurde jetzt gerade geportet. Mitten im Kampf wurde ich geportet. Das ist eben auch manchmal so ein cooler Moment, wo man einfach geportet wird und dann ja. Und das mit der Taktik, wo man einfach Lava auf die gießt, das ist richtig geil. Weil brennen, das tut richtig weh. Ich konnte leider nicht alles aufheben, was die Tusse hatte. Aber ich habe eine. Oh, da kommt einer. Und den werde ich jetzt probieren mit. Nein, ich werde so tun, als ob ich hier rangehe. Und dann? Jawohl, er brennt. Ich habe richtig wenig Leben. Oh, noch ein halbes Herz. Weg hier, ich muss weg hier, ich habe noch ein halbes Herz. Das ist richtig gut. Nein, bitte stirb nicht. Oh. Das wird knapp, Freunde. Und der ist weg. Er wurde wahrscheinlich geportet irgendwohin. Und bitte. Nein, das ist nochmal einer. Die haben jetzt alle richtig gute Rüstung schon. Ich habe immer Angst hier, weil man kann einfach so. Aus dem Nix kann einfach ein Typ kommen, weil er gerade neben dich geportet wurde. Also nicht aus dem Nix. Oh, ich wurde geportet. Zu einem Toten. Nein, nicht zu einem Toten. Zu einfach jemandem. Und ich sehe jetzt im Umkreis gerade niemanden. Das ist gut. Weil da kann ich jetzt. Oh, eine Workbench habe ich ja. Schön schauen und dann Hosen craften. Weil ich brauche Hosen. Ich habe die Hosen. Jetzt habe ich die Hosen. Nein, jetzt werde ich alle fieten. So, das Feuerzeug ist auf jeden Fall richtig nützlich. Und der Water Bucket auch. Das bringt auch richtig viel. Und wenn man die Leute dann verbrennt, das bringt auch richtig viel, wie ich finde. Weil, wenn man die Leute dann verbrannt hat, brennen die ganze Zeit. Wenn du dann nach ein, zwei Schläge machst, dann sind die meistens down. Also nicht meistens, sie sind, glaube ich, noch oft down. Und ich glaube, auf diesen Dingern können Dings spawnen, Enchanted Tables, aber ich habe jetzt noch keine gefunden. Und ist das ein Spieler da hinten? Ich habe leider keine Optifine. Auf ein Team gibt es kein Optifine, das ist ein bisschen nervig. Ein Lava-Eimer ist auch gut. Ich habe ja ein Sharpness 1 Diaschwert, was mache ich hier? Was mache ich hier eigentlich? So, was brauche ich noch? Oh, das kann ich auch brauchen. Und der Rest ist nicht mehr so gut. Ja, ich bin jetzt eigentlich recht gut ausgerüstet und es sind noch 4 Leute drin. Also ich habe nicht gedacht, dass die Runde so gut läuft. Also auf jeden Fall läuft bei mir. Ich habe vorhin eine Runde aufgenommen, habe gedacht, ich habe nicht so viel Zeit, habe aber doch eine Stunde länger Zeit als gedacht. Und dann kann ich halt ein besseres Video aufnehmen. Und das scheint recht gut zu laufen hier. Da wird man halt einfach hin und her geportet, ihr habt es auch gesehen. Es kann einen aus brenzligen Situationen herausholen. Ich hatte vorhin noch ein halbes Herz. Oh, und wurde geportet. Und hier ist zum Beispiel auch einer geportet worden. Und der hat irgendwie richtig gute Rüstung. Also ziehe ich mich mal zurück. Also so, ich tue so, als ob ich mich zurückziehe. Oh, okay. Okay, Bogenbattle. Okay. Ich hätte ihn nicht. Ich bin gerade richtig schlecht mit dem Bogen. Eigentlich kann ich ihre. Ja. So gut. Oh, Enchantment Dings, da kann ich Power 1 drauf tun. Zack. 1, zack. Nein! Ich habe ihn noch gerade verzaubert. Jawohl.
Und hier ist jetzt der Typ, der kommt. Der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Ja, der ist da unten. Ja. Jawohl, wir haben ihn gehittet. Ja. Ja, nein. Warum bin ich so schlecht gerade? Ja. Jawohl. Wir geben ihm richtig hart. Wir geben ihm hart. Aber ich habe nicht so gute Rüstung wie die anderen alle. So. Jawohl. Nein. Nein. Nein, oh. Der weiß, wie es läuft. Oh, ich wurde gepottet. Hinter ihnen wurde mit ihm ausgetauscht. Jawohl. Wir geben ihm hart. Und jetzt voll auf ihn. Ja. Wir haben ihn. Er hat keine Chance. Ja. Der Harnisch interessiert mich auch noch. Oh, da kommt ein. Ich habe ihn gesehen. Und er flieht. Er sieht, dass ich Babo bin. Oh, da kommt noch einer. Oh, oh. Oh, der flieht auch. Oder der kommt nicht auf mich. Der kommt nicht auf mich. Boah, gib mir mein Zeugs. Boah, gib mir die Kacke. Ja. Nein. Wirf das raus. So, gut, ja. Ich nehme den Rest jetzt einfach nicht. Und das sind die zwei letzten, oder? Oh, ich misch mich jetzt auch mit drin. Ja. Jawohl, den haben wir ein bisschen mitgegeben, weil ich habe Power 1 und das bringt, glaube ich, schon recht viel. Oh, ich duck mich jetzt mal und der andere Typ. Oh. Jawohl, oh. Oh, ich habe ihn ausgeschaltet. Einfach so geil. Das war richtig gut. Ich glaube, der andere baut so eine Falle jetzt. Das könnte richtig gut sein. Nein, bitte, bau keine Falle. Nein. Ich wurde geportet. Zum anderen, aber wo ist der? Wo ist der hingegangen? An den Rand. Oh, da ist er. Oh, das hat er jetzt gut gemacht. Also er hat's gecheckt. Oh. Wir geben ihm Bogenskills. Oh, er brennt nicht, oder? Nee. Oh. Oh, gib ihm hart. Oh. Und jetzt. Jawohl. Ich hab ihn, er ist tot, ich hab gewonnen. Boah, Freunde, ich hab nicht gedacht, dass ich die Runde gewinne. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass ich die Runde gewinne. Und ich hab sie nach Hause geholt. Und man sieht mich jetzt hier in der Lobby. Bei Gomez sieht man einen nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Nein, das geht eigentlich. Auf jeden Fall. Boah, richtig. Oh, ich hab gewonnen, ich glaub's nicht, ja. Auf jeden Fall war das eine geile Runde. Ender Games wird wahrscheinlich von meinem Kanal noch öfters kommen, weil ich feiere den Spielmodus eigentlich noch. Wenn nicht immer die ganze Zeit so Fallen gebaut werden, ist das auch cool. Und dann würde ich einfach mal sagen, folgt mir auf Twitter, wenn ihr Bock habt. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Pumpkin.